Ja, ich freue mich, dass das Unternehmen, seine Mitarbeiter, die Führung ein erfolgreiches Unternehmen darstellen. Und ich wünsche, dass sie das auch weiterhin schaffen, ein gutes Team zu bleiben. Diese hohe Qualität, die auch von außen beobachtet wird, die von außen auch testiert wird, muss erhalten bleiben. Und ich glaube, das schaffen die. Das schaffen die Arbeitnehmer, wie auch die Führung des Unternehmens. Ja, also ich finde es ganz toll, dass die Allea 150 Jahre alt wird. Und vor allen Dingen beglückwünsche ich Herrn Reimann dazu, weil er sein Engagement in all den Jahren, die ich jetzt hier bin, immer gesteigert hat. Seine ganzen Ehrenämter wahrgenommen hat, die Firma so viel weitergebracht haben. Und da hoffe ich, dass das in Zukunft so weitergeht, dass er noch lange gesund bleibt und dem Unternehmen vorsteht. Ich wünsche der Firma Allea weitere gute 150 Jahre, viel Erfolg und viele Baustellen, die ich bis zur Rente leiten kann. Dann gratuliere ich Allea noch zum 150-jährigen Jubiläum und stoße auf die nächsten Jahre an. An das Team einfach weiterhin in diesen Zeiten viel Gesundheit, alles Gute, dass sie weiterhin viel miteinander lachen können und Spaß haben auch auf der Arbeit. Und an meinen Papa, ich sehe meinen Papa eigentlich, da habe ich das große Glück jeden Tag. Ich glaube, er weiß, was ich ihm alles wünsche und ja, ich freue mich einfach, wenn ich fertig bin, ein Teil oder ein vollkommener Teil auch von der Allea-Familie zu sein. Man kann es eigentlich auf ein paar einfache Worte abkürzen. Es macht unheimlich viel Spaß, hier in dem Team der Allea zu arbeiten. Und ich muss sagen, wir haben sicherlich sehr schwierige Zeiten bei der Firma Allea, vormals Karl Schmidt, durchstanden und haben in den letzten Jahren doch eine sehr, sehr gute Basis gefunden, wo wir gemeinsam mit dem Team auch relevant am Markt, gerade was den Rohbaumarkt hier im Rhein-Main-Gebiet angeht, wirklich hervorragend vertreten. Natürlich ist dem auch geschuldet, dass das Engagement des Herrn Reimann sich in Projekte einzuschalten oder auch ehrenamtlich in Vereinen tätig zu sein, um das Ganze voranzubringen. Aber ich muss sagen, und das ist ganz, ganz wichtig, sicherlich auch für die Zukunft, wir sind ein Team, ein eingeschworenes Team, das in den letzten Jahren noch enger zusammengewachsen ist und daraufhin natürlich auch die entsprechenden Leistungen hier hervorragend abgerufen werden und wir natürlich mit dem eigentlichen Chef und bald auch folgend dem Juniorchef entsprechend dann für die Zukunft sehr, sehr gut aufgestellt sind. Und was ganz wichtig ist, dass wir natürlich uns hier an dem Markt im Rhein-Main-Gebiet, was den Rohbau angeht, was das eigentliche Kerngeschäft der Allea angeht, natürlich weiterhin behaupten. Ich wünsche uns gemeinsam für die Zukunft Allea, dass wir uns auf dem Markt weiterhin durchsetzen, dass wir erfolgreiche Geschäftsjahre hinter uns bringen, um das Ganze auch so weiterzugestalten, positiv weiterzugestalten, damit, und das ist ganz entscheidend, unser Chef sehr, sehr zufrieden ist. Wenn der Chef zufrieden ist, sind auch alle Mitarbeiter zufrieden und das Team kann weiterhin in der Art und Weise so sich präsentieren. Vielen Dank und wie gesagt, alles Gute für die Allea. Über die nächsten Jahre.